4.513:50 gelbe Karte für Alexander Langlitz, Sportfreunde Lotte. Wieder ein Ellenbogeneinsatz, Langlitz wischt Begalke weg und sieht ebenfalls zu Recht gelb. Begalke liegt angeschlagen am Boden, 4.513:49 kurz vor der Halbzeit sehen wir endlich eine Möglichkeit für die Hachinger. Kroll unterläuft eine Ecke von der linken Angriffsseite des Tabellenfünften. Am 5-Meter-Raum steigt Schimmer hoch, hält den Schädel rein, ist aber zu überrascht vom Fauxpas des Keepers. So entwickelt er keinen Druck und buxiert das Leder auf das Tornetz, 4.313:47 gelbe Karte für Gerrit Wegkamp, Sportfreunde Lotte. Wegkamp verpasst Endres im Luftduell einen Ellenbogenschlag. Eine böse Absicht war nicht dabei, jedoch geht die gelbe Karte völlig in Ordnung. 4.213:46 Österhellweg gibt aus dem Zentrum nach rechts zu Dietz, der passt kurz zurück zu Hoffmann nahe des rechten Strafraumeck. Statt eine Flanke anzusetzen, will er Dietz steil an die Torauslinie schicken. Dabei gerät die Pille viel zu lang. Abstoß, 4.013:44 seit einigen Zeigerumdrehungen war kein Schuss auf irgendeinen Kasten mehr zu bestaunen. So ist wirklich nichts Neues zu berichten. Es ist fußballerische Tristesse, 3.713:41 noch circa 8 Minuten sind es bis zur Pause. Dann ist aus neutraler Sicht zu hoffen, dass die beiden Trainer ihren Mannschaften nochmal Feuer unterm Kessel machen können. Bisher fehlt es der Partie an Spielfluss und Ideen, 3.413:38 trotz der leichten Vorteile und der einen Top-Chance ist das Remis nicht unverdient. Denn bei aller Harmlosigkeit des ehemaligen Bundesligisten ist auch zu erwähnen, dass die SFL nicht gerade Powerfußball praktizieren, 3.113:35 es bleibt weiter ein sehr dürftiger Auftritt der Schrommelf. Nicht ein Abschluss ist zu verzeichnen. Spätestens im zweiten Spielfelddrittel ist bisher immer Schluss gewesen. Auch ein Beweis dafür, dass die Tecklenburger extrem diszipliniert stehen, 2.813:32 Endres geht gegen Wegkamp, von hinten in den Zweikampf, spielt dabei den Ball und dann erst den Gegner. Wieder fordert das Frimo-Stadion Strafstoß. Wieder liegt Lechner aber richtig, Abstoß, 2.513:30 infolge eines langen Balles trischt Dietz die Kugel von halbrechts aus 20 Metern aufs Tor. Schwabel wirft sich dazwischen, hat dabei den Arm relativ weit oben. Die Männer in Weiß fordern sofort Freistoß, doch die Zeitlupe zeigt, Schwabel berührte das Spielgerät nicht mit der Hand. Lechner hat alles richtig gesehen, entscheidet auf Eckball. Der verpufft wirkungslos, 2.313:27 nur kurz darauf versucht sich Österhellweg mit einem Volley aus zentralen 22 Metern. Dabei rutscht ihm die Murmel aber über den Schlappen. Meilenweit links vorbei, 2.213:27 kaum gibt's die Beschwerde, schon wird es brenzlig. Schwabel verschätzt sich bei einer Flanke von der rechten Außenbahn der Sportfreunde komplett. Er springt zwischen 11-Meter-Punkt und 5-Meter-Raum unter der aufsetzenden Pille hindurch. Hinter ihm lauert Österhellweg, der aus halblinken 8 Metern mit seinem Linksknaller das Außennetz penetriert. Den muss er beinahe schon machen, 2.113:25, das Ganze dümpelt zurzeit doch eher vor sich hin. Zwar wirkt Lotte in einigen Momenten etwas aggressiver. Von echter Gefahr kann jedoch keineswegs auf einer der beiden Seiten gesprochen werden. Insbesondere die SPVGG enttäuscht offensiv bislang, 1.813:22 nach kurzer Behandlung kommt Rahn leicht unrundlaufend zurück auf den Platz. So wirklich gut sieht das noch nicht aus. Es bleibt zu hoffen, dass der Innenverteidiger weitermachen kann, 1.513:19 von der vielgelobten Offensive der Süddeutschen ist noch nichts zu sehen.
Bisher waren es die Hausherren, die sich zweimal in aussichtsreiche Positionen begeben konnten, 1213:17 wieder Wegkampf, wieder der linke Halbraum. Diesmal sind die Rollen umgekehrt verteilt, der Stürmer wird von Österhellweg aus der Mitte prima in die Box geschickt. Ihm misslingt dabei die Mitnahme ein wenig. Trotzdem probiert er es aus 11 Metern mit einem Rechtsschuss. Kein Problem für Königshofer, 1113:15, da war mal etwas Nennenswertes. Wegkamp macht den Ball im halblinken Strafraumkorridor fest und gibt quer zur Kante ins Zentrum. Aus 18 Metern feuert Österhellweg dann drauf, bleibt aber gerade noch an einem Mann in Rot-Blau hängen, 1013:13. Die ersten 10 Minuten verlaufen insgesamt ziemlich ereignisarm. Beide Defensivreihen präsentieren sich bis dato aufmerksam und lassen nichts zu. Weil auch die zündenden Ideen im Angriff fehlen, durften wir noch keinen Torschuss bewundern, 713:11 Ransens nahe des Anstoßkreises Schimmer um, der Hachinger muss erstmal behandelt werden. Schiedsrichter Lechner belässt es bei einer Verwarnung für den Übeltäter, der hier auch gut und gerne hätte gelb sehen können, 413:08. Nun geht es bei den Gästen mal schnell. Über Bigalke schalten sie auf der linken Seite schnell um, der 28-Jährige findet mit seinem Zuspiel jedoch nur die Abwehrbeine von Langlitz, 213:06. Lotte geht ultraoffensiv ins Pressing. Mit 5 Leuten attackiert die Drube 11 die Unterhachinger Defensive am gegnerischen 16-Meter-Raum und verbucht auch Ballgewinne. Noch kam aber kein Abschluss dabei heraus, 113:04 das Bällchen rollt, 12:53 Schiedsrichter des Kräftemessens ist Florian Lechner. Der 27-jährige Neuburger kommt zu seinem 4. Einsatz in der 3. Liga. Dabei hat er es zum ersten Mal mit den beiden heutigen Kontrahenten zu tun. An den Seitenlinien unterstützten ihn fahnenwinkend Johannes Schipke und Timo Velodacak, 12:43 im direkten Vergleich ist zu erkennen, jeweils das Heimteam hatte bisher die besseren Karten. Zwar sind bisher auch nur 2 Aufeinandertreffen verzeichnet. In Lotte entschieden die Sportfreunde das Duell jedoch mit 2:1 für sich. In Unterhaching sicherte sich die Schrommelf mit 3:0 die Punkte. Es könnte also kaum ausgeglichener stehen, 12:41 Drube dagegen schickt die lobenden Worte gleich zurück. Haching sei das mit Abstand beste Team in Sachen Ballbesitz und Positionsspiel. Sie haben eine unglaubliche Ruhe und Gelassenheit. Zudem mit Stefan Hein, Luca Maaseiler und Stefan Schimmer gleich 3 extrem torgefährliche Leute, mit Sascha Bigalke einen kreativen Geist. Das ist ein toller Mix aus jungen und erfahrenen Spielern, schwärmt der 40-Jährige. Was gefordert sei von seiner Mannschaft. Wir müssen vor allem gegen den Ball ganz anders auftreten als gegen Wiesbaden. Diese Partie muss unsere Sinne geschärft haben, fordert er. 12:33 Cheftrainer Klaus Schromm spricht dem Gegner zunächst die branchenüblichen Komplimente aus und hat vor allem sein Gegenüber Nils Trube im Visier. Respekt, was er nach dem Fehlstart mit nur 1 Punkt aus 5 Spielen gemacht hat. Unter ihm hat Lotte zu Hause mit 3 Siegen und 2 Unentschieden noch nicht verloren. Zudem sind sie defensiv sehr gut organisiert, lobt der 49-Jährige. Er weiß jedoch auch um den Fakt, dass seine Truppe auswärts noch nicht verloren hat. Und das soll auch unbedingt so bleiben, wir wollen bis zur Winterpause mindestens 34 Zähler, richtet er eine Kampfansage aus. 12:27 hinzukommt, dass die Süddeutschen zurzeit unschlagbar scheinen. Nur eine Niederlage beim 0:1 daheim gegen die Würzburger Kickers steht zu Buche, seitdem sind sie unbesiegt. Und auch der jüngste Trend zeigt steil nach oben.
sechs Remis in Serie folgten drei Triumphe mit insgesamt 16 Toren in drei Matches, darunter das höchst spektakuläre 5:4 in Jena, zudem das 6:0 gegen Fortuna Köln und das 5:0 zuletzt gegen Kaiserslautern. Entsprechend hat kein Club mehr Treffer erzielt als Unterhaching, 37. 12:21 Uhr. Auf der Gegenseite schauen die Hachinger in ganz andere Gefilde. Mit 7 Dreiern und 9 Unentschieden rangieren sie auf Platz 5 und haben gute Aussichten, im Kampf um den Aufstieg ein Wörtchen mitzuspielen. Nur ein Zähler fehlt zum Relegationsrang, 4 sind es auf Branchenprimus Osnabrück 12:12 Uhr. Dadurch setzten sie die Tecklenburger aus den Niederungen des Tableaus ein Stück weit ab und nehmen aktuell die 12. Position ein. Mit 21 Punkten liegen sie 2 vor dem ersten Abstiegsplatz, der derzeit von Fortuna Köln belegt wird. Durch den mauen Saisonauftakt dürfte es bis zum Schluss gegen den Gang in die Viertklassigkeit gehen, doch in der momentanen Form ist das sicherlich kein unmögliches Unterfangen. 12:04 Uhr. Nach 6 Partien ohne Niederlage erhielten die Ostwestfalen zuletzt mal wieder einen Rückschlag. Beim SVW in Wiesbaden unterlagen sie mit 0:2 und kassierten damit die erste Pleite seit dem 1:2 beim 1. FC Kaiserslautern am 10. Spieltag. In der Zwischenzeit gab es 4 Unentschieden und 2 beachtliche Siege, nämlich in Uerdingen 2:0 und gegen Hansa Rostock 1:0. Außerdem konnte Tabellenführer Osnabrück im Derby ein 0:0 abgerungen werden. 12 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zum 18. Spieltag in der 3. Liga. Am heutigen Sonntag kommt es zu einem Duell mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Die Sportfreunde aus Lotte haben die SPVGG Unterhaching zu Gast. Der Anstoß erfolgt um 13 Uhr.